So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich an alle. Ich habe ein bisschen verpennt heute, deswegen klinge ich eventuell ein bisschen verpennt. Aber das hat mich jetzt nicht davon abgehalten, die Aufnahme noch zu machen. Die ist nämlich wichtig, weil ich für euch ein kleines Special am Ende geplant habe. Nein, du spulst nicht vor. Das ist böse. Und zwar gehe ich mal wieder die Kommentarliste ab, die ich mir zusammengestellt habe. Aber das mache ich erst, nachdem ich mir den Timer gestellt habe. Sekunden. Ohne den Timer funktioniert hier nichts. So. Okay, als allererstes, ich gehe jetzt mal so ein bisschen so chronologisch, hieß das, glaube ich, durch. Valley Justin hat erstmal gesagt, ich soll doch die Marktstände hier mal abreißen, die nicht benötigt werden auf der zweiten Insel. Das stimmt eigentlich. Die habe ich eigentlich auch mehr oder weniger nur so ein bisschen dahingestellt, damit es schicker aussieht. Damit es hier ein bisschen gefüllter aussieht, aber die kosten ja auch jeweils 5 Bilanz. Würde ich sagen, machen wir das einfach mal und, ja, und halten den Rest frei. Falls dann noch neue Gebäude kommen. Jetzt haben wir einige Leute gerade ein bisschen beim Einkaufen gestört. Aber da kann man ja später noch andere Stände hinstellen. Ist ja nicht so, als ob die durcheinander quasseln würden. Gut, damit können wir bestimmt noch mal ein bisschen Kosten senken, die im Übrigen anscheinend schon wieder ein bisschen hochgegangen sind. So, dann stand noch auf der Liste der zweite Goldschmied. Gut, damit ist meine Überlegung gesichert, dass ich doch noch einen zweiten Goldschmied baue. Meine Katze spackt gerade rum. Ich habe gewundert, was da im Hintergrund so poltert. Moment hier. 40 Bilanzkosten. Na gut, na gut. Ich denke mal, der wird uns durchaus was bringen, der Goldschmied. Auch wenn unsere Kollegen wahrscheinlich nie so weit kommen werden. Zumindest habe ich so ein bisschen den Eindruck, die dümpeln immer noch bei den Bürgern rum und zwischendurch noch ein paar Pioniere. Ich weiß auch nicht, kann man denen irgendwie helfen? Die wollen ja nichts. Vielleicht kommen die einfach nicht weiter, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch am Schwierigkeitsgrad. Keine Ahnung. So, dann meinte der Mr. Let to Play noch, ich soll doch hier noch ein paar Häuser hinbauen. Werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Ich guck nur gerade, wo das ein bisschen einheitlich aussieht. Ja. Ich denke mal, wir erweitern dann hier oben und dann hier lang einfach, ne? Und na, hier ist ein bisschen, na gut, der Schnee, da kommen halt ein paar Schneehäufchen dazu. Und das ist auch eine sehr gute Idee, finde ich, weil dann können wir noch mal ein bisschen Moneten reinholen. So, ein anderer Punkt war noch gewesen von Anastasie Pro. Meinte, dass wir doch diese Farm hier abreißen sollten. Da ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die stellen nämlich gar keine Nahrung her, die stellen Alkohol her. Und das ist sozusagen, also die Insel versorgt sich eigentlich selbst. Momentan noch mit Alkohol. Gucke ich aber direkt nochmal nach. Die haben anscheinend auch genügend Alkohol. Wir könnten natürlich von unserer Alkoholinsel das Alkohol beziehen. Allerdings müssten wir die dann auch noch ausbauen, was sowieso recht dringend mal nötig ist. Weil hier sind absolut ungenutzte Bereiche. Die dümpeln dann nur so rum und fressen Geld. Wahrscheinlich trägt das auch zur schlechten Bilanz bei. Werde ich also auf jeden Fall nochmal umlegen. Das machen wir aber jetzt nicht sofort, weil da steht noch mehr auf meiner Liste. Dann, die Brunnen sollen wir zwischen die Felder bauen. Gut, das hatte ich ja irgendwie zwischendurch mal gefragt. Also schätze ich mal, wo waren die nochmal? Ach, hier. Die kostet ja nur in der, tut mir leid, in der Anschaffung was. Und zwar vor allem auch zu viel Werkzeug. Werkzeug, das anscheinend gerade nicht am Start ist. Geht eigentlich immer das ganze Werkzeug hin? Können wir nicht vorstellen, dass es auf die andere Insel geht? Sei denn, die fressen hier Werkzeug. Ich weiß es nicht. Das ist unser Transporter. Ah, nee, doch nicht. Hier ist er. Okay. Ich dachte gerade, eine Vermutung hat sich bestätigt von mir, aber zum Glück doch nicht. Aber es kommt langsam ein bisschen zu wenig Gewürzgedöns rein. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen nachlegen. Ach nee, Quatsch, was laber ich denn? Die Gewürze kommen jetzt hier von der anderen Insel. Mittels, ich glaube, der hier, ne? Ja. Ja, das reicht auf jeden Fall, denke ich mal, für die paar Siedler da. Gucken wir mal eben ins Lager. Ja, ja, das reicht auf jeden Fall. Was ist hier los? Volles Lager. Stimmt, die können wir ja auch mal lahmlegen hier, wenn die ein volles Lager haben.
können wir einiges lahmlegen. Können wir nochmal die Kosten ein bisschen senken. Den hier lasse ich bewusst laufen. Wie gesagt, Seile, die kann man gut verkaufen. Die bringen gut Geld. Vor allem da, das hier alles nicht so viel kostet. Da ist das eine ganz gute Sache, eine ganz gute Nebeneinnahmequelle. So, was steht noch auf meiner Liste? Ach so, genau, wenn man über eine Farm mit der Maus fährt und dann V drückt, mal schauen. Nö. Nichts, das sich hier verändert. Das ist vielleicht nur bei der Königsedition so, oder muss man ein bisschen länger warten? Ich frag mal ein bisschen, nö. Muss man noch irgendwie was anderes machen? Steuerungstaste vielleicht? Nö. Hm. Okay, also bei mir tut sich nichts. Ich habe die Königsedition hier rumzuliegen, nur das Problem ist, ich habe das Let's Play begonnen, als ich die noch nicht hatte. Da hatte ich nur die normale Version hier. Die andere hatte ich mir erst im Nachhinein bestellt. Und, naja, ich will lieber nicht umrüsten, sonst geht noch irgendwie der Speicherstand kaputt oder sowas. Ja, ich weiß, man kann Backup machen. Aber bislang hat es ja auch hier mit der normalen Anno-Version alles wunderbar funktioniert. Naja. So, okay, die Liste bin ich durch. Wir sind jetzt gerade mal bei 5 Minuten ungefähr Aufnahmezeit. Dann würde ich sagen, probieren wir das einfach mal, die Alkoholinseln ein bisschen auszubauen oder umzubauen. Ich guck nochmal eben was. 20 Bilanzkosten, okay. Haben wir hier schon mal 60, haben wir hier 120, haben wir hier 180, 220. 220 Tacken, die hier an Bilanzkosten draufgehen. Ich denke mal, die sind um einiges effektiver hier. Aber wir brauchen erstmal ein bisschen Stoff sozusagen. Hier könnten wir auch noch ein bisschen Stoff gebrauchen. Schiff haben wir ja keins mehr, glaube ich, was irgendwie frei verfügbar ist. Oder? Nee, haben wir nicht. Okay. Dann bauen wir uns mal eben eins. Da reicht ein kleines an dieser Stelle. Weil wir ja nur was rüberschippern wollen. Mach ich mal auf schnell. Okay, dann, dann wurde von Valley Justin noch gesagt, kann ich mich gerade aus dem Kopf dran erinnern, dass wir die Farm hier doch abreißen können. Ein neues Schiff wurde fertiggestellt. Genau. Aber da gucke ich lieber nochmal wegen der Nahrung, weil die sieht nicht ganz so gut aus. Ich würde sagen, wir schmeißen diese Farm hier raus. Zack, zack, zack. Die schmeißen wir raus. Die auch. Mal aufpassen, dass ich die Mauer nicht mit einreiße. So. Aber dafür schmeißen wir die hier wieder an. Da haben wir auch ein bisschen Bilanz mit gerettet. Auf jeden Fall Plus gemacht dadurch. Dann schmeißen wir den hier noch wieder an. Und dann probieren wir es erstmal damit. Die drei hier lasse ich erstmal noch vor sich hin schnarchen. Da fehlt übrigens ein Weg, sehe ich gerade. So. Okay. Oh, der Händler. Immer wieder ein Segen. Okay. Reicht der auch Geld rüber? Kauft er was? Ah, jetzt sehr gut. Okay, Klamotten gehen auch ein bisschen runter. Müssen wir auch ein Auge drauf werfen. Stoffe gehen runter, auch ein Auge drauf werfen. Schmuck wird besser. Wein. Na doch, der wird besser. Der war auch irgendwann mit 30 gewesen zuletzt. Okay, aber der rast jetzt nicht nach oben, aber... Nun ja, nun ja. Okay, unser neues Schiff ist am Start. Locken in Fahrt auf, Kommandant. Dann wollen wir den mal gleich losschicken hier. Ich glaube, ich werde mal kurz zwischenspeichern. Einfach wegen den Finanzen, weil die mir ein bisschen zu wackelig momentan noch sind. Gesichert. Damit wir eine kleine Fallback-Sicherheit sozusagen haben. Okay, was brauchen wir denn hier unten? Holzhammer, Ziegelhammer, also brauchen wir auf jeden Fall Werkzeug. Zack, Quatsch, hier. Bin immer noch so, das von Anno 62 gewohnt, dass hier oben das Lager ist und hier unten das Schiff. Werde ich wahrscheinlich auch nie loswerden. Okay, Holz. Ja, komm, nehmen wir alles einmal mit und dann ist gut. Ahoi. So sieht's aus. Dann werden wir hier mal ein bisschen optimieren. Wir können natürlich auch gleich überall Brunnen zwischenschieben. Aber das mit dem Brunnen, das hebe ich mir direkt nochmal so ein bisschen auf. Guck mal, da ist ein Baum gewachsen. Wo kommt der denn her? So.
Mann, ey, ich bin noch ganz schön K.O. Ich bin quasi irgendwie, wie gesagt, ich habe ja ein bisschen verpennt gehabt und so, und ich werde so wach, guck auf die Uhr und denk mir so, Scheiße, Alter! Neue Befehle ja? Für die Flotte, Kommandant? Das war eigentlich gut Alk im Lager hier, der Kollege, ne? Was dreht denn nochmal für eine Runde? So, der fährt gar nicht da hoch. Dann haben wir hier wahrscheinlich genügend, oder? Jo. Achso, wir haben hier auch noch eine Hopfenfarm. Ach, siehste. Da kommt ja auch noch Alkohol her. Ich will mal was ausprobieren. Wir sollten ja eigentlich nur Edelsteine. Okay. So, wo ist der Alkfritze? Hier. Ich will mal was ausprobieren. Und zwar, dass er, nachdem er in der Hauptstadt war, er soll erstmal abliefern. So. Flotte, nimm Fahrt auf, nachdem er quasi die Hauptstadt, Moment, er geht da unten hin, dann geht er hier hin. Dann, nachdem er da war, soll er nochmal hier reinschauen. Und da noch Alkohol abliefern. Einen ordentlichen Rumpen natürlich. Oh. Das ist mein Alarm im Hintergrund. Guten Morgen. Wieso klingelt der eigentlich um 8 Uhr? Okay. Probieren wir das mal aus. Sieht ja ganz gut aus. Wie so ein kleines Trapezchen auf der Karte. Dann starten wir ihn mal. Mal gucken, wo er es hinfährt. Ich denke mal, der fährt erstmal runter. Nee, er fährt erstmal nochmal in die Hauptstadt. Dann fährt er rüber. Okay. Das geht natürlich auch. Huch. Da war mal wieder ein Denkmal gewesen. Okay, wir können mal ganz kurz hier unten reinschauen. Okay, hat sich nichts weiter getan. Außer der Prunkbrunnen. Bringt der uns eigentlich was? Außer, dass das Schwein teuer ist. Nee, gar nicht. Prunkbrunnen? Bringt der was? Kathedrale. Geh kacken. Können wir machen, wenn wir 100.000 haben. Locker auf der Kante und alle 3 Sekunden 5.000 neue Goldmünzen reinklimpern. Dann können wir nochmal drüber nachdenken. Guck mal, hier ist auch ein bisschen ineffizient, sehe ich gerade, ne? Na gut, wir bauen erstmal hier oben weiter, um die Ineffizienz zu beheben. Und du darfst hier parken. Und dann würde ich vorschlagen, warte mal, wir bauen erstmal eine neue... Nein, das nicht. Eine neue Rumbrennerei. Am besten hier so vielleicht in dem Dreh. Ich will mal irgendwas gucken. Da könnten wir auch einen hinbauen, der wäre aber nicht so effizient. Na gut. Also wie gesagt, wo ist er? Da. Bauen wir den am besten hier rein. Das stört er, glaube ich, am wenigsten. Zack. Der kann auch gleich losrennen und ackern. Gut, dann bauen wir vielleicht hier noch so einen hin. Schön in den Berg rein. Und ergänzen hier noch, weil ich es gefunden habe, noch hier eine Farm. Ja, fetten Busch hingesetzt. So, der hat auch noch den da. Und dann können wir hier in die Ecke auch noch reinpacken. Und dann reicht das. Dann reicht das wirklich. So, den kriegt er auch noch locker mit. Wieder genügend Geld ausgegeben. Und Alter, die Möwen sind aber auch echt tödlich für unsere Schiffe, ne? Okay. So, dann lade ich hier nochmal das Zeug aus. Okay. Schmeiß mal den Rest mal über Bord. Brauchen wir eh nicht mehr. Und dich schicke ich mal einfach zur Hauptstadt zurück. Vielleicht brauchen wir die nochmal. Müssen wir nicht gleich versinken. Hat auch Geld gekostet. Okay. Dann checken wir mal ganz kurz die Bilanzen. Ups, die Bilanzen ab. Okay. Es wird langsam. Unsere neue Route läuft ja jetzt. Dann werde ich mal hier zack, 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 zack. So. Das alles abgerissen. Dann können wir eigentlich auch unser Wohngebiet jetzt in diese Richtung erweitern. Mal schauen. So, sieht schon viel besser aus. 7200. Guck mal, da ist jemand draufgegangen. Ach so, dann war noch gesagt, wir können auch die Türme abreißen. Beziehungsweise die Leute da rausholen, die kosten natürlich auch Geld. Bringt das, denke ich mal, nicht so wirklich viel. Aber wir können es ja mal machen. So. Ist ja momentan sowieso keine Kriegssituation. War auch nochmal ein bisschen gesenkt hier.
Und dann schauen wir nochmal hier rein. Guck mal, hier sind wir auch wieder ein bisschen ineffizient. Und Seidenstoff haben wir, glaube ich, echt en masse. Also, holen wir die jetzt hier einfach mal weg. Ich denke mal, dabei wird sie noch bleiben, weil wir immer weniger Seidenstoffe brauchen. So. Brauche ich nur meinen Weg ein bisschen anders, weil so kribbelig aussah. Ist das jetzt auch korrekt? Naja, fast. Okay, der ist weg. Hier unten hatten wir ja neulich schon einen weggehauen. Der hier ist auch dicht bis zum Rand. Aber der war, glaube ich, der ist ja schon ein paar Mal aufgefallen, dass er so voll ist. Na komm, geben wir ihm den Gnadenstoß. Hauen wir auch weg. Da können wir irgendwas anderes Sinnvolles dann hinhauen. Mit den Stoffen war es jetzt ein bisschen knapp gewesen. Und da werde ich deswegen diese Farm wieder anschmeißen. So, aber wir sind wieder ein Stück runter. 7100, wäre schön. 7100x. Wo kann man noch optimieren? Schauen, wie das denn hier so läuft. Oh, der hat keinen Weg. Doch. Glatt in meiner Euphorie den Weg vergessen. Na toll, jetzt müssen wir auch noch hier rumschlängeln. Gehen ja wieder ein paar Felder drauf. Hier ist ja eh wüstig, jetzt wurscht, wie wir hier lang bauen. Da bauen wir eh nichts an. So, jetzt haben wir dem hier ein paar Felder geklaut, aber egal, scheiß drauf. Können wir da erstmal abholen lassen. Wo sind also Alkoholhand? Was? So, ja, Seidenstoff. Ich wollte gerade sagen, wie jetzt was Mangel. Wo ist unser Alkoholhannes? Das ist unser Tabakhannes. Ach so, ja, stimmt, der Tipp war auch gegeben. Das ist aber langsam gut. Ach ja, super. So, da rufe ich aber gleich zurück, erst wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Das ist der Kollege, der mich heute erwartet. Genau, es war gesagt, dass wir hier auch ein bisschen ausbauen. Und neue Tabakinseln. Jetzt bin ich ein bisschen auf ein Konzept gebracht. Neue Tabak. Ja genau, wir bauen jetzt hier neue Tabakinseln überall hin, ne? Das wäre jetzt richtig geil. Nee, weil wir haben noch Grünflächen. Ich glaube. Es ist, genau. Das ist mein Anrufbeantworter. Sehr geil, ja. Ja, bla bla im Hintergrund und bla bla. Ist irgendwie voll erschrocken gerade, deswegen. Es kommt gleich, ja, hallo Rico, bist du schon wach und bla und blub. Der Anrufbahn. Vielen Dank. Piep. So, aus, danke. Und damit werde ich mein Telefon mal eben unter die Bette. Moment. So, okay. Jetzt stört uns kein Anrufbeantworter mehr. Jetzt klingelt wahrscheinlich gleich mein Handy. Ah, Hilfe, lasst mich ja in Ruhe. Mache ich hier auch gleich mal leise, 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 rieselt der Schnee. So, jetzt aber wieder zurück zum Thema. Genau, hier neue Tabak-Dingsbums hinbauen, zum Beispiel da. Könnten wir gleich das Vorbereitete nutzen. Aber das machen wir lieber erst, wenn die Bilanzen noch ein bisschen besser stehen. Aber es sieht ja gut aus. Die Einnahmen steigen. Solange die Einnahmen steigen, ist das schon mal sehr gut. Alles klar, dann werde ich mal hier jetzt schauen, dass wir hier nochmal, guck mal, hier mal, können wir so schön ranbauen. Können wir so schön ranbauen? Wir können hier nicht bauen. Ist das ein Geist? Ist das wegen dem Steiner? Liebe Entwickler, sowas macht man nicht. Böse. Okay, dann gehen wir eben hier lang. Und hier lang. Und hier eigentlich auch lang. So, gucken wir mal, wo wir anfangen können. Hier lang. So. Dann brauche ich wieder Messhäuser. Messihäuser. So. Und so. Der Marktplatz steht ja richtig geil da. Wenn ich mal ein bisschen umbauen. Oh, Werkzeug alle, wer hätte es gedacht? Werkzeugschmiede. Mach mal bitte Ratter Ratter. Wo ist überhaupt unser Werkzeug kann das der hier, wa? Dem verbieten wir jetzt einfach mal ganz spontan irgendwie Werkzeug irgendwo hinzubringen. Ja. Genau, okay, alles korrigiert. Wir brauchen jetzt erstmal selbst ein bisschen Werkzeug.
Und bevor uns die Leute hier... Ach nee, guck mal, die kommen da hinten noch ran. Okay, sonst hätte ich jetzt gesagt, irgendwie hier schnell noch die benötigten Stände hinbauen. Aber ein Wirtshaus brauchen wir denn auf alle Fälle. Ach so, ich habe immer noch nicht den Sinn eines großen Wirtshauses verstanden. Falls es einer von euch weiß, haut es gerne mal in die Kommentare rein. Das wüsste ich ganz gerne mal. Was das jetzt eigentlich konkret, voll konkret korrekt bringt. Ui, frische Siedler. So, und jetzt würde ich ganz gerne eigentlich irgendwie mal den Marktplatz hier dahin bauen oder sowas. Oder vielleicht so. Oder wie auch immer. Oder vielleicht auch, sag ich mal, ich würde den ganz gerne ein Stück rüberschieben. Oder warte mal, ich probiere mal was. Einfach so, dass ich hier das Gebiet abgesichert habe und nichts einstürzt. Und ich speichere lieber nochmal ab. Bin gerade zu riskant hier. Spielstand gespeichert. So. Nein! Ah, siehst du? Da ist jetzt nämlich ein Haus draufgegangen. Aber ich glaube, so problematisch war das gar nicht. Außer, dass wir... Nö, die Gebäude gehören noch uns. Okay. Alles im grünen Bereich. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Jetzt aber baue ich nämlich den Marktplatz hier hin. Ich hoffe mal, ich hätte ihn eigentlich auch hier hinbauen können. Bin auch ein Lappen, ey. Nee, komm, das muss ich jetzt korrigieren, weil es ja gerade... Wieder so eine typische Morph-Runde, ey. Oder so eine Morph-Aktion. Wieder alles falsch gemacht. So, jetzt aber zack, zack, hier Werkzeuge. Geld sieht ganz gut aus mittlerweile, aber sinkt noch und das ist nicht gut. Jetzt hier zack, 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 bam, 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 Werkzeug hintereinander weg. Ja, sehr schön. So, dann bauen wir nämlich hier einfach neue Häuschen hin. Zack, zack. Und da auch zack. Sieht auch vom Gebiet her wieder in Ordnung aus. So. Dann können wir nämlich hier so schön das Gebiet nutzen. Und hier bauen wir dann einfach neben dem Marktplatz passenderweise den Nahrungs- und Salzstand, den Stoff- und Lederstand und den Tabak- und Gewürzstand hin. Und schon haben sie fast alles, was sie brauchen. Ich glaube, hier können wir immer noch nicht bauen. Oder liegt das am Gebiet? Nee, am Gebiet liegt es nicht. Guck mal, da ist schon wieder eine Dürre. Ah, jetzt kann man sehen. Guck mal, der hieß, da wird immer noch nicht abgeholt. Was sind die so überlastet hier? Na komm, dann brauchen wir noch einen und dann ist Schicht im Schacht hier. Dann reicht das erstmal auf Dauer, hoffe ich. So. Da brauche ich mir lieber einen etwas sicheren Weg. Wollte die da nicht abholen. So, was ist der Typ hier nach? So ist der Stoffhans. Okay. Weiß ich genau, bis wo das reicht mit dem Wirtshaus, aber nicht mehr allzu weit. Dann werden wir gleich ein neues bauen. Aber hier bauen wir erstmal neue Häuschen. Eure Stadt wächst und gedeiht. Yay! Oh, ich sehe auch schon, wir sind mit der Folgenzeit schon wieder leider am Ende angelangt. Ich sehe auch gerade, dass ich hier ein Haus zu viel gebaut habe in der Reihe, glaube ich. Nee, doch nicht, Quatsch. Was laber ich denn hier? Was laber ich denn hier? Und hier mache ich nochmal der Vollständigkeit halber einfach den hier. So. Damit das ein bisschen so vollständig aussieht halt. Dann könnten wir rein theoretisch praktisch gut ein Wirtshaus, ein Gewürzhaus dahin bauen. Ja. Wie der Wette das kleine passt? Nee. Okay, Wette verloren, scheiße. Dann bauen wir einfach ein Bergwirtshaus. Sobald das Werkzeug da ist, versteht sich. Oder hierhin. Aber es ist wieder zu weit weg, glaube ich. Bauen wir es hierhin. Das ist ein goldener Platz hier. Da bauen wir das Ding hin. Na komm, 3 Tonnen Werkzeug noch. Psst. Bis zum Folgenende, komm. Na jetzt komm, sei doch nicht so. Sei doch mal nett. Sonst werd ich böse. Wo ist denn der? Schlafen alle hier, oder was? Uns fehlt Eisen. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Mal wieder selbst schuld, wie immer. Jetzt aber, jetzt warten wir hier ganz geduldig, bis wir endlich dieses Wirtshaus hier bauen können. Und die Folgenlänge, die ist schon, ich könnte glaube ich bald schon sagen, dass ich 30-minütige Folgen rausbringe, aber ich will es nicht zu lang machen, weil nicht jeder will sich 30 Minuten von meinem Gequatsche reinziehen. Wobei wahrscheinlich 20 Minuten von meinem Gequatsche schon grausam sein müssen übrigens. Wir bräuchten auch Holz.
Fällt mir auch nur gerade so am Rande auf. Machen wir mal 2, weil wir jetzt am Bauen sind. Schalten wir wieder ein. So, jetzt aber hier. Wie, jetzt mangelt es am Geld gleich. Aber das Geld sieht das eigentlich gut aus, weil ich muss mal einen Blick reinwerfen. Oh ja, die Warenerträge sind deutlich hochgegangen. Die Bilanz hält sich jetzt auf ungefähr 2,7. Dann hoffe ich, dass wir das in den nächsten Runden noch weiter optimieren können. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für eure Hilfe an dieser Stelle. Habe ich zwischendurch ganz vergessen zu erwähnen. Also die Kommentare, die ihr bringt, die sind echt wirklich super. Also konstruktiv ohne Ende, kann man da nur sagen, ja. Da muss ich gleich erstmal zum Bäcker gehen und mir darauf ein Brötchen reinziehen. Geht einfach nicht anders. Holz kommt langsam. 7 Tönnchen, na komm, 3 Tonnen sind doch nicht so viel. Die bringst du doch auf einem Schulterblatt hierher. 7 Tonnen, 6 Tonnen, 7 Tonnen, 6 Tonnen. Der Erfolg fühlt sich wohl. Ja, das war offensichtlich. Weil ich glaube, es kam noch nie eine andere Meldung. Auch wenn die zwischendurch mal unzufrieden waren. Ja, genau. Aber so wirklich gemangelt hat es irgendwie auch noch nicht an irgendwas, ne? Aber da, wo ich das gerade sage, gucke ich lieber nochmal nach. Lampenöl natürlich. Wird auch langsam ein bisschen knopp. Stoffe sind besser geworden. Kleidung, Tabak, Wein ist besser geworden, wird langsam besser. Lampenöl, Aber ich glaube, das verkaufen wir auch ganz gut. Gucken wir mal eben nach, wenn die hier gerade am Einkaufen ist. Nö, hat er nicht gekauft, okay. Dann weiß ich es auch nicht, werden wir mal im Auge behalten zum nächsten Mal. Wenn wir denn jetzt hier endlich mal dazu kommen würden, die Folge abzuschließen. Na gut, also, das wird echt eine Bonusfolge, sage ich mal, für euch. Mit besonderer Länge und einem interessanten Outro. Das werdet ihr gleich sehen. Ich baue jetzt hier dieses Dingsbums hin. Wehe, der holt jetzt keinen Alkohol. Ich wollte gerade sagen. Hätte ich aber Haare auf den Zähnen bekommen. Mehr als sonst. Okay, das lasse ich jetzt so. Das Geld sieht wesentlich, wesentlich besser aus als zuvor. Ich bin wirklich platt, gerade ein bisschen erstaunt so und sowas alles. Ah, da kommen die ganzen Leute und süffeln erstmal kräftig ein. Ich speichere ab, ganz demonstrativ. Die Leute hier unten poppen jetzt zu Siedlern auf, wie ein paar Popcorns. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier auf der Tastatur rumswitchen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss nochmal abspeichern. Das ist gerade so schön. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Runde Anno 1503. Und ich hau jetzt rein und ich hau mir jetzt auch wirklich erstmal etwas rein. Und zwar beim Bäcker. Und dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit dem Outro gleich. Das wird übrigens jetzt an jeder 1503 Folge da am Ende zu sehen sein. Ich hoffe, euch gefällt's. Ansonsten Kritik immer gern gesehen. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Demonstrativ speichern. Spielstand gesichert. Und tschüssi.